Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Datenfallen erkennen mit eurem Dimitri. Da ich sitze hier heute am Karfreitag und habe schon wieder mal die Möglichkeit, etwas ganz, ganz Tolles zu gewinnen. Und das Ganze nur, weil ich Vodafone-Nutzer bin, vermeintlich. Vielen Dank an den lieben Zuhörer, die mir diese Geschichte geschickt hat. Und ich bin sehr gespannt, welche Belohnungs- und Betrugsmasche wir heute sehen werden. Ich nehme an, es ist die Standard-Umfrage-Gewinnspiel-Abzocke, aber ich lasse mich natürlich eines Besseren belehren. Das Ganze hier ist jetzt ein bisschen aufgebaut wie so eine Vodafone-Info- oder Fehlerseite. Einen vermeintlichen Klick-Link-Kundenbelohnung, den man nicht benutzen kann, mit eines Anmelde- und eines Suchbutton, das auch nur Bilder sind, die man nicht anklicken kann. Selbstverständlich, weil es ist hier natürlich Betrug. Und hier wird uns erzählt, dass jeden Freitag 10 zufällig glückliche Besucher ausgewählt werden, die ein Werbegeschenk von den Sponsoren erhalten, während hier schon diese Uhr runterläuft, aber davon lasse ich mich nicht stressen. Das ist deren Art, Danke zu sagen, weil ich Vodafone-Kunde bin. Die geben sich hier als Vodafone aus, um mir vermeintlich etwas zu schenken. Sie können die Chance auf ein kostenloses iPhone 8, Samsung Galaxy oder Amazon Gutschein 750 Euro erhalten. Ich kann die Chance erhalten, das klingt auch schon ein bisschen komisch, nachdem Sie drei einfache Fragen richtig beantwortet haben. Gut, Hinweis. 10 zufällig ausgewählte glückliche Besucher haben diese Einladung erhalten und es gibt nur zwei Preise. Damit wird zusammen mit dieser schönen Uhr, die hier runterläuft, Druck aufgebaut. Auf dieser Seite natürlich noch kein Impressum, wie es natürlich im Normalfall, wenn es wo davon wäre, natürlich vorhanden wäre. Wir schauen jetzt einfach mal, was passiert, wenn die Uhr abläuft. 1-0. Die Zeit ist abgelaufen. Es ist auch geil. Aber vielleicht haben sie ja trotzdem Glück und jemand anderes springt ab. Ja, guck mal, da haben wir es wieder. Das ist das Ding, mit dem du diese ganzen Betrüger am wahrscheinlichsten enttarnen kannst, wenn du nicht mit den Maschen vertraut bist. Sie können einfach nicht schreiben und sind dumm wie die kleinen Kinder, die aber noch aus Unwissenheit dumm sind und nicht aus Mangel von Empathie, aus Mangel von Menschlichkeit, aus Mangel von Beruf gelernt und sonst irgendwas im Leben erreicht. Leute, die so eine Seite ins Internet stellen, haben einfach nichts gelernt und nichts geschafft in ihrem Leben und werden es auch nicht. Aber wir wollen uns natürlich trotzdem der Challenge stellen, die sie uns hier geben, und ihre Fragen beantworten. Hier oben steht noch, man soll die Fragen richtig beantworten. Jetzt frage ich mich, wenn gefragt wird, nutzen Sie oft Kleinanzeigen und es die Antwortmöglichkeit ja oder nein gibt, was ist da die richtige Antwort? Zumal könnte man hier natürlich schreiben, ob man sich jetzt auf eBay Kleinanzeigen bezieht, weil es gibt viele Kleinanzeigenseiten im Internet, aber woher sollen diese Mistfiguren das wissen? Ja. Wie oft nutzen Sie Kleinanzeigen? Oh, blöd. Ich hätte jetzt wirklich irgendwie so ein bisschen was Interessanteres erwartet. Alle, wer ist deutscher Bundeskanzler? Merkel oder Hitler? So, wir nutzen einmal die Woche. Wie zufrieden? Oh, Leute, können die nicht mal richtig schreiben? Zufrieden, zufrieden. Guck mal, hier haben sie richtig geschrieben. Und bei Fragestellung waren sie zu blöde dazu. Also spätestens hier sieht man, es ist nicht fucking Vodafone, was hier versucht, jemandem etwas Gutes zu tun. Vodafone hat schon Stellungnahmen zu dieser Thematik bei ähnlichen Seiten gemacht. Und da sagen die, so etwas wird von uns überhaupt nicht betrieben. Und dass die Menschen vorsichtig sein sollen, wenn die auf so eine Betrugsseite stoßen. Weil es von Vodafone keine vergleichbaren Aktionen gibt, erst recht nicht in solch einer Rechtschreibung. Leider würde ganze Büros gefeuert werden, wenn Vodafone-Mitarbeiter wären das gewesen, die so einen Scheiße bei Internet reinstellen. Wie zufrieden? Na, ich bin unzufrieden, wegen Rechtschreibung. Jetzt wird meine IP-Adresse geprüft, blöd. Es wurden keine früheren Aufzeichnungen von IP-Adresse gefunden. Wählen Sie Ihren Lieblingspreis. Warum schreibt ihr das mit Bindestrich, blöd? So, guckst du mal, du kannst aber weder Galaxy noch iPhone, sondern nur noch 750 Euro Gutschein einlösen. Könnte natürlich daran liegen, dass die Uhr abgelaufen ist, könnte natürlich aber auch daran liegen, dass diese Gutscheine für Amazon in 500 oder 750 oder 1000 Euro irgendwie so ein Fetisch von diesen Gewinnspielbetrügern sind. Die sind nicht glücklich, wenn die nicht irgendwo irgendwelche Gutscheine ab 500 Euro anbieten können. Wahrscheinlich ist das so ein Running Gag bei denen, den wir einfach nicht verstehen. Aber sobald es um solche riesen Gutscheine geht, da sollte man misstrauisch werden. Wir lösen ihn ein.
Ihr 750 Euro Amazon-Einkaufguthaben wurde reserviert. Geben Sie Ihre Informationen auf der nächsten Seite ein, um Ihre Identität zu bestätigen. Hier sagen die jetzt eigentlich schon sehr klar, um was es bei dieser Sache geht. Preisgabe der Identität und vermeintliche Bestätigung der Identität mit der E-Mail, die ihr bestätigt. Damit kommt in deren Augen eine rechtlich verbindliche Werbeeinverständniserklärung zustande. Was aber nicht der Fall ist, die Firma Diener for Dogs, die kürzlich von Bundesnetzagentur platt gemacht wurde, hat über die gleichen Wege gearbeitet, denen ist jetzt im Endeffekt das Geschäftsmodell verboten worden, weil die es nicht gelassen haben, Anrufe zu tätigen, die aus solchen Geschichten unter anderem zustande gekommen waren. Ich habe verstanden und drücke auf OK. Und was jetzt kommt, ist so die ganz, ganz standardmäßige Abzockseite. Hier steht jetzt nichts mehr von Vodafone, hier steht jetzt nichts mehr von, dass wir schon gewonnen haben, jetzt steht ihre Gewinndaten eintragen, so kann man das natürlich auch ausdrücken. Wir wollen natürlich jetzt mal gucken, mit wem wir es da zu tun haben. SEO Marketing aus Zürich bläht. Ich könnte doch nicht die Schweiz so ernähren, indem ich so einen Scheißdreck produziert. Von daher bin ich ziemlich erschüttert, dass die das wieder so billig gemacht haben. Oh, Hilfe! Ein Fenster. Achtung, tragen Sie jetzt Ihre E-Mail-Adresse ein, um ein exklusives Geschenk zu erhalten. Ah, nein, reicht schon, dass ich 750 Euro bekomme. Mit so einem zusammengeschusterten Billigseite aus irgendeinem, keine Ahnung, Knuddels oder Bibwald-Generator, der irgendwelche Seiten rauswirft mit lustigen Logos, die auch noch scheiße aussehen. Ja, hier siehst du jetzt wieder in kaum leserlicher Schrift, dass du dich mit vermeintlichen Partnern verbinden lässt, wenn du deine Geschichten hier eingibst. Und die möchten dann eben E-Mail schreiben, bei dir anrufen, dir Post schicken. Und es ist eben diese riesen lange Liste. Lotto-Tipp, Media, irgendwas. Automobilservice Europa, die versucht, die Leute abzuzocken mit falschen Versprechen. Eine riesige Liste. Ich guck mal, man kann das Fenster leider nicht größer machen, sonst würde ich gerne tun. Firmen aus ganz Europa, die hier die Daten bekommen, wenn es Menschen gibt, die sich hier eintragen. Staatliche Lotterie, bunte Steuerzahler. Guck mal, du gibst der Firma selber die Werbeeinverständniserklärung, bei der du mitmachst, die vermeintlich legitime. Deutscher Energievertrieb, dänisches Bettenlager. Ach, guck mal, Diener for Dogs, da sind sie immer noch. 2 Wochen nach dem gottverdammten Verbot, ihren Scheiß weiterzumachen, sind die da immer noch drin. Wenn ich die Bundesnetzagentur richtig verstanden habe, kostet das mal eben 10.000 Euro. Ich werde mal eine E-Mail schreiben müssen, wenn ich hier fertig bin. Und weiter geht es mit vielen, vielen Firmen, die irgendwelche Gesundheitsprodukte oder Strom oder Gas oder Lotto oder wie die Elite Premium Service AG vermeintliche Lotto-Teilnahmen, die dann viel Geld kosten, verkaufen und ebenso gut wie jeder bekannte Stromanbieter und wöchentlich auch neue Stromanbieter, die dann zu einem großen Teil in der Türkei sitzen und euch von da anrufen, wie das schon aus so richtig schönen Dokus bekannt ist. Sogar Payback kauft hier Daten. Prima Gas, RC Media Network aus England, Sky Österreich und ganz, ganz viele andere Firmen. Ihr seht jetzt, ich kann hier 5 Minuten nebenher von dem Diener for Dogs Fall erzählen, kann hier weiter scrollen. Westdeutsche Kapitalinvest, das wird immer besser. Und all diese Firmen bekommen eure Daten, wenn ihr euch hier eintragen lasst. Jetzt möchte ich nochmal darauf eingehen, dass es hier den Punkt Advertise gibt. Und mal gucken, ob die uns jetzt wirklich anbieten, dass wir auf dieser Seite werben können. Tatsächlich. Aber ich müsste mich da erst anmelden. Am privaten Netzwerk. Oh, das wollen wir uns jetzt nochmal angucken. Vielleicht kann man hier ja schon sehen, was das kostet. Nein, leider nicht. Das ist, glaube ich, Material für ein extra Video, weil das habe ich bisher noch nicht gesehen auf einer Betrügerseite. Großes Gerede, Sinn ist der gleiche. Sobald euch irgendein großartiger Gewinn versprochen wird für die Freigabe eurer Daten, die ihr dann auch noch bestätigt, wenn das Ganze noch über eine gefegte Unternehmensseite zustande kommt, vergesst es. Es ist eine Datenfalle, die euch viel Zeit und Nerven und im schlimmsten Fall Geld kostet. Fallt nicht darauf rein. Habt noch einen schönen Tag, wenn ihr das Ganze hier hört und tut Menschen etwas Gutes, indem ihr sie gerne über dieses Video davor warnt, dass so eine Geschichte gerade wieder unterwegs ist.
von der es leider so viele gibt, die wir niemals alle mit Videos erreichen können, weil es einfach zu viele sind. Aber wir können, da der Grundtyp immer der gleiche ist, die Menschen sensibilisieren, dass die das schon erkennen, dass die das riechen, dass die das Stinken sehen, wenn die da rankommen und sagen, das kann doch nicht sein. So was Ähnliches habe ich bei Telefonziege gesehen. Schauen dann ins Impressum und sehen, okay, einer der bekannten Datenhändler, der garantiert nichts Gutes für mich möchte, außer mein Geld zu haben. Aber das kriegen sie nicht. Dafür sorgen wir, dass arme, unschuldige Menschen nicht auf so einen Scheißdreck reinfallen und dass den Betrügern verdammt viel Geld durch die Finger geht, mit dem die Menschen, denen sie es wegnehmen wollen, viel schönere Sachen machen können, als es am Telefon für Scheißdreck auszugeben. Ich freue mich auf die nächste Folge. Schickt mir gerne bei Facebook oder per E-Mail Links zu solchen Geschichten, wenn ihr das seht. Gerne mit Screenshot, wenn ihr das zum Beispiel als Werbeanzeige bei Facebook hattet oder dergleichen. Da ist das immer noch ein bisschen interessanter für die anderen. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Euer Dimitri.